Okay. Hi, liebe Leute. Herzlich willkommen zu meiner Runde hier in der Abenteuerhalle. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Janusz. Ich bin jetzt seit 2016 hier Klettertrainer in der Halle. Und ich möchte euch heute ein bisschen was über Knoten erklären. Vor allem Kletterknoten. Seil muss jetzt kein Kletterseil sein. Ihr könnt auch, weiß nicht, eine Haushaltsschnur nehmen. Umso dicker das Seil, umso leichter ist es dann auch ein bisschen, das nachzuvollziehen. Ja, ihr könnt auch ein USB-Ladekabel nehmen oder eine Wäscheleine oder so, was ihr gerade so rumliegen habt. Wenn ihr einen Klettergurt haben solltet, könnt ihr den auch gerne anziehen, denn ich werde Laufe nehmen. Oder ihr könnt auch die Sachen an dem Tischbein festknoten oder an sonst irgendeiner Befestigung, die ihr so rumfahren habt bei euch vielleicht am Tisch oder wo ihr auch immer gerade seid. Okay, während ihr das organisiert, sage ich mal noch so ein bisschen was zu dem Hintergrund, warum ich das Video mache. Bei dem guten Wetter da draußen juckt es uns Kletterer natürlich alle in den Fingern. Wir wollen am liebsten raus an Fels, wollen klettern, wollen Sport machen. Leider geht auch das nicht. Der DAV hat die ganzen Klettergebiete natürlich gesperrt, weil am Fels kann man sich natürlich nicht immer aus dem Weg gehen. Und deswegen wäre es jetzt vielleicht für uns auch mal die Gelegenheit, uns so ein bisschen mit den technischeren Aspekten des Kletterns auseinanderzusetzen, Materialkunde, Knotenkunde. Und da ich auch immer wieder leider ein paar Verletzungsphasen hatte, in denen ich selber nicht klettern konnte, habe ich mir immer in der Zeit so ein bisschen ein paar technischere Sachen drauf geschafft, hauptsächlich über YouTube-Videos oder Wikipedia oder andere Seiten, bei denen das erklärt wird. wenn deine Geschwister das zulassen, kannst du das machen. Ich weiß ja, wie es unter Geschwistern abgeht. Krach, Bumm schreibt, darf ich meine Geschwister damit auch an den Stuhl fesseln? Wenn er sein muss, wenn sie es verdient haben, dann lässt das wohl nichts anderes zu. Aber ansonsten, wie ihr die Knoten danach verwendet, bleibt euch überlassen. Ich erkläre es euch erstmal fürs Klettern. Okay, kommen wir zurück. Ich habe mir immer so ein bisschen Materialkunde und Knotenkunde draufgezogen, einfach weil ich auch selber in meiner Trainerausbildung gelernt habe, wie wichtig eine gute Kenntnis ist im Punkto Sicherheit. Ne? Klettern ist an sich, wenn man alles richtig macht, ein super sicherer Sport. Es passiert nicht viel, aber die Unfälle, die passieren, sind doch zumeist auf menschliches Versagen zurückzuführen. Gerade in Kletterhallen passiert super wenig, weil da einfach noch weniger Gefahrenquellen sind als draußen am Fels. Die fatalen Unfälle, die es in den letzten Jahren gab, die wirklich nicht viele sind, sind glaube ich an zwei Händen abzuzählen, waren immer in der Regel Einbindefehler. Und das hat dann mit den Knoten zu tun. Die Knoten hätten natürlich kontrolliert werden müssen, wer von euch nicht klettert. Dem sage ich das jetzt kurz. Beim Klettern macht man immer, bevor es losgeht, einen sogenannten Partnercheck. Das heißt, die zwei, die einen Kletterverbund darstellen, also eine Person klettert, die andere sichert, bevor es losgeht, bevor der Kletterer oder die Kletterin in die Route startet, kontrolliert man gegenseitig nochmal, ob man alles richtig gemacht hat. Diese Unfälle, von denen ich jetzt gerade erzählt habe, hätten sich alle durch einen richtig ausgeführten Partnercheck verhindern lassen. Damit der Partnercheck aber auch möglichst immer direkt abgenommen werden kann, wollen wir uns jetzt nochmal in den Knoten fit machen. Die Erfahreneren von euch, die werden am Anfang die Knoten vielleicht schon kennen. Ich werde ganz basic einsteigen, damit wir auch alle auf dem gleichen Level sind. Ich werde euch nämlich gleich erstmal den Achter erklären. Der Achterknoten ist so der ganz klassische Kletterknoten, der wird schon seit Jahren, Jahrzehnten verwendet. Ist ein super sicherer Knoten, auch recht leicht zu kontrollieren. Deswegen ist es so der absolut direkt ein mit dem Achter. Ich hoffe, ihr habt mittlerweile alle ein Seil oder eine Schnur oder ein Handyladekabel gefunden, mit dem ihr ein bisschen mitknoten könnt. Kommen wir also zum Achterknoten. Bevor es losgeht, am Anfang, man braucht immer ein bisschen Seilüberstand. Deswegen zieht man so ein bisschen Seil raus, damit man da auch genügend hat, um gleich richtig knoten zu können. Wir steigen hier mal ins Video.
wenn ihr Linkshänder, Linkshänderin seid, dann denkt euch das einfach spiegelverkehrt. Ich habe in der linken Hand mein Seil und schlage jetzt mit der rechten Hand eine Schlaufe drüber, sodass das lose Seilende oder das Seilstück, das zum Seilende führt, jetzt oben aufliegt. Ich schlage also diese Schlaufe einmal über und gehe jetzt mit meinem linken Daumen auf diese Kreuzverbindung. Und den linken Daumen werde ich jetzt die ganze Zeit darauf halten. Das ist insofern wichtig, dass sich der Knoten nachher nicht mehr am Seil verschiebt. Dass dieses Seilstück, was am Ende rausschaut, dass das die ganze Zeit ungefähr gleich lang bleibt. Hier sehen wir jetzt ganz gut, ich habe einmal die Schlaufe in meiner linken Hand und in meiner rechten Hand das Seilstück. Es gibt also ganz viele verschiedene Merksprüche, an denen man sich das so ein bisschen in den Kopf holen kann. Ich sage jetzt mal, die Schlaufe in meiner linken Hand, das ist der See. Es ist Sommer, die Temperaturen sind gut, wir wollen schwimmen gehen. Ich habe mir also in der linken Hand einen See gelegt und das rechte Seilstück, das rechte Seilende, das bin ich. Um an den See zu kommen, müssen wir erst einmal jetzt hinten um den See herum wandern. Und jetzt ist uns ganz schön warm geworden, das heißt, wir springen von vorne in den See rein. Ihr seht, die ganze Zeit habe ich meinen linken Daumen noch auf dem Knoten, kann dann das Seil ein bisschen nachziehen, dass sich der Knoten festzieht, ohne sich selber am Seil zu verschieben. Ziehe das einmal fest und jetzt erkennt man auch schon, wieso der Knoten so heißt, wie er heißt, ein Achterknoten, weil er eben aussieht wie eine Acht. Ihr braucht den jetzt nicht super festknallen, ungefähr so leicht festgezogen reicht das schon. Ich mache das Video noch einmal kurz durch. Bei diesen Knoten, manchmal tut man sich schwerer, manche Leute, die schaffen das auch auf Anhieb. Ich versuche so ein bisschen Mittelding zu finden, aber falls ihr nicht mitkommen solltet, kein Problem, nach der Sendung steht das Video noch online. Ich glaube 14 Tage, oder? Ja. Okay, wir ziehen uns ein bisschen Seilstück raus, schlagen jetzt eine Schlaufe mit unserer rechten Hand über das linke Seilstück. Dann kommt der Daumen drauf auf die Verbindung und der bleibt da bis quasi zum Ende. Nehmen unser rechtes Seilstück, laufen hinten um unseren See herum und springen von vorne hinein. Und fertig ist der Achter. So, diesen Achterknoten alleine, der bringt uns jetzt noch nicht so viel. Wir wollen uns da natürlich auch an unserem Gurt festbinden. Also immer die Person, die klettert, die bindet sich mit einem Knoten ein. Die Person, die sichert, bindet sich dann ins Sicherungsgerät ein, aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. Dann zeigt und noch über die Brust hinweg bis zur anderen Schulter. Das reicht dann, dass ihr am Ende genügend Seil übrig habt, um den Achter doppelt zu machen und um noch genügend Seil übrig zu haben. Seil rausnehmen, wenn ihr sehr groß seid, dann reicht es manchmal auch, wenn ihr nur bis zum Brustbein zieht, aber so eine Armlänge plus über die Brust, das ist so die Faustregel. Damit kommt man ganz gut hin. Jetzt wechseln wir einmal die Perspektive, damit ihr auch seht, wie es so ungefähr aussieht, wenn man sieht man jetzt links unten im Eck, die grüne große ist die Einbindeschlaufe und die geht nochmal durch zwei schwarze durch, sieht man gleich noch besser. Ich habe jetzt meine Schlaufe gelegt, habe mir meinen See gelegt und gehe jetzt rum, wie wir es gerade schon im Video gesehen haben, einmal hinten rum und von vorne wieder rein. Ja, ich erkläre in dem Video gerade noch ein bisschen was. Und dann haben wir gleich den Achter. Auch da habe ich wieder die linke Hand auf dem Knoten gehabt, damit er sich nicht verschiebt, damit ich noch genügend Seil übrig habe. Und jetzt fange ich gleich an, den an mir festzumachen. Schaut, dass ihr den Knoten nicht zu fest zieht, denn ihr müsst da gleich nochmal mit dem Seil komplett durch den Knoten durch. Und damit ihr da auch Platz habt durchzukommen, braucht der Knoten gar nicht so eng gezogen sein. Das machen wir dann ganz am Ende.
halten. So, ich stecke jetzt einmal das Seil durch beide dieser schwarzen Einbindeschlaufen durch. Gucken, ob es scharf wird. Genau. Wichtig ist es, dass ihr, wenn ihr euch einbindet, euch entweder immer an der, bei mir jetzt diese grüne große Einbindeschlaufe oder Einbindering einbindet, festmacht oder durch beide von diesen anderen schwarzen. Niemals davon, nur durch eine. Die Gurthersteller schreiben vor, dass man sich beim Einbinden durch diese zwei schwarzen einbindet. Deswegen habe ich das jetzt auch so gemacht. Ob ihr das dann vielleicht auch mal nur am Einbindering macht, ist dann euch überlassen. Im Grunde genommen ist es einfach ein Kettenglied mehr, was reißen könnte. Deswegen ist es immer am sichersten, sich so einzubinden, wie ich das jetzt im Video demonstriere. Zudem hat es noch den Charme, dass diese Einbindeschlaufe sich, also diese grüne jetzt, mit der Zeit auch abnutzen könnte. Und um dem entgegenzuwirken, nehmen wir jetzt auch die zwei. Die sind nochmal mit so Hartplastik hinterfüttert und das reibt sich einfach langsamer ab. Dann hält euer Gurt länger und das ist auch ein bisschen schonender fürs Seil. So, wir ziehen einmal den Knoten schön ran an den Körper, dass der nachher auch eng am Körper sitzt. Wir können uns den jetzt vorwärts oder rückwärts legen, schauen ihn uns jetzt nochmal an. Da, wo jetzt mein Finger ist, dieses Seilende geht jetzt durch meine Einbindeschlaufen durch, kommt auf der anderen Seite wieder heraus. Und an diesem Seilende fangen wir an. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, als wäre euer Knoten eine Achterbahn. Und ihr müsst jetzt auf dieser Achterbahn durch den Knoten hindurchfahren. Ihr seid also an diese Schiene quasi gebunden. Wenn ihr diese Schiene komplett zurück verfolgt habt, dann ist der Knoten komplett doppelt gelegt. Und das ist unser Ziel. Das heißt, nehmt euch Zeit, schaut den Knoten an, wie er bei euch in der Hand liegt und fahrt ihn jetzt langsam zurück. Dabei kann man sich so ein bisschen auch merken, bei dieser Achterbahn geht es immer erstmal durch einen Tunnel durch, zieht danach das Seil schön durch, bis der Knoten nah an eurem Körper ist. Knoten so aussieht und deswegen machen wir weiter. Wir sind jetzt also durch den ersten Tunnel durch. Auf einen Tunnel folgt bei unserer Achterbahn immer eine Kurve. Legen oben entlang, da wo mein Finger ist, das Seil wieder an. Schön parallel. Immer wieder auch dann mit der Hand fixieren, dass das Seil sich nicht mehr verrutscht und gehen wieder durch einen Tunnel. Ich gehe noch mal eine Sekunde zurück. Wir legen an, verfolgen unser Seil, schauen, was der Knoten uns vorgibt, wie wir entlang fahren müssen. Gehen durch diesen Tunnel durch. Auf den Tunnel folgt natürlich auch wieder eine Kurve. Und ja, genau, da zeige ich nochmal, dass wir jetzt schon weitere Seilpaare gebildet haben. Der Seilverlauf geht einmal unter dem Knoten durch. Und ein letztes Mal fahren wir nochmal durch den Tunnel. So, und da haben wir dann auch schon unseren fertigen Achter. Ihr könnt ihn dann nochmal richten, dass der auch wirklich schön aussieht. Und jetzt kann ich euch auch direkt an dem Beispiel zeigen, wie man den Knoten kontrolliert. Denn das ist der große Vorteil, finde ich, vom Achterknoten. Er ist ziemlich idiotensicher zu kontrollieren. Und zwar könnt ihr dabei einfach die Seilpaare durchzählen. Habe ich ja vorhin schon gesagt, der Knoten ist überall parallel. Das heißt, es haben sich ganz viele Seilpaare gebildet. In diesem Knoten dürfen nur noch Seilpaare vorhanden sein. Wir fangen unten an am Körper, also jetzt unterhalb meines Fingers, da wo das Seil in die Einbindeschlaufe reingeht, da wäre jetzt das erste Seilpaar, da wo mein Finger jetzt drauf ist, da ist das zweite Seilpaar. Okay, wir fangen nochmal an. Erstes Seilpaar, zweites, drittes, viertes und fünftes. Wenn ihr auf 5 Seilpaare zählt, kommt, dann ist der Knoten auf der Seite schon mal richtig. Wir flippen den gleich nochmal über, kontrollieren das auch auf der anderen Seite. Hier oben zeige ich gerade dieser Seilüberstand, von dem ich vorhin schon ein paar Mal erzählt habe. Das sollten ungefähr 2 Hände sein. Dabei ist die Faustregel lieber ein bisschen zu lang als zu kurz. Der Knoten zieht sich nachher selber sehr fest. Das heißt, eigentlich kann der Seil da nicht mehr raus, aber man hat beim Klettern immer so ein bisschen Redundanz. Das heißt, immer schaut, dass das System so ist,
Das ist, genau, wir zählen auch da nochmal die Seilpaare durch, 1, 2, 3, 4, 5 und der Knoten ist richtig. Diese Methode funktioniert immer. Es braucht eine Weile, bis man Knoten auf den Blick und einfach nur durch Verständnis kontrollieren kann. Auch ich hatte das vor ein paar Monaten mal, dass jemand einen Knoten hatte, der sah so verdammt richtig aus, dass ich den fast hätte durchgehen lassen. Aber irgendwas kam mir doch spanisch vor. Und dann habe ich nochmal genau geschaut und auf einer Seite war tatsächlich ein Seilpaar getrennt. Und ja, auf einen flüchtigen Blick wäre der Knoten durchgegangen. Deswegen gibt es einfach diese Methode, man zählt die Seilpaare durch auf beiden Seiten, kommt man auf 5 Seilpaare, dann ist der Knoten richtig. Und diese Methode ist einfach safe. Genau, die große Stärke des Achterknotens, er ist gut zu kontrollieren. Okay, ich lasse das Video auch noch einmal schnell durchlaufen, dass ihr das nochmal in einer flüssigen Form seht. Hi Kinderriegel, schön, dass du auch dabei bist. Oh, hatte ich auch schon lange nicht mehr, ja. Okay, wir haben unser Seil abgespannt, damit wir genügend Seil zum Knoten haben. Haben uns unseren See gelegt und joggen jetzt hinten um den See herum und von vorne wieder rein. Wir haben unseren fertigen Achter. Also wie gesagt, ihr könnt das anstatt an dem Klettergurt natürlich auch an dem Tischbein festbinden oder oder an eurem Gürtel oder was ihr sonst so findet. Wenn ihr aber einen Gurt anhabt, dann achtet dabei, dass ihr entweder durch beide Schlaufen durchgeht. Wenn euer Gurt zwei so Schlaufen hat, die unsere Halle kennen, unsere Hallengurte, die haben nur eine ganz große rote Schlaufe. Da ist das ein bisschen übersichtlicher, da kann man weniger falsch machen. Wir sind durch unseren Gurt durchgegangen, schauen uns unseren Knoten an, legen den uns in die Hand, kontrollieren nochmal, dass wir auch beide Schlaufen an unserem Gurt erwischt haben und jetzt fahren wir die Achterbahn entlang. Einmal durch den Tunnel durch, ziehen den Knoten schön nah an den Körper. Es ist wichtig, dass der Knoten dann nachher nicht irgendwo hier Richtung Solarplexus oder Hals oder sogar ins Gesicht kommt. Deswegen immer schön nah auch am Körperknoten. Und fahren den Knoten weiter. Nach dem Tunnel kommt eine Kurve, nach der Kurve kommt wieder ein Tunnel. Jetzt geht das Ganze nochmal bei mir jetzt unter dem Knoten durch. Man kann den sich auch am Anfang andersrum legen. Dann geht es am Ende eben über den Knoten drüber. Wie rum man das macht, ist egal, bleibt euch überlassen. Hauptsache am Ende sieht der Knoten richtig aus. So, noch ein letztes Mal durch den Tunnel. Und dann haben wir es geschafft. Einmal festziehen, den Knoten auch ein bisschen ordnen. Es hat meines Wissens nach für die Sicherheit keine Abzüge, wenn der Knoten ein bisschen unordentlich aussieht. Kann sein, dass er die Seilfestigkeit so ein bisschen verringert. Das ist aber dann bei wenigen Prozent von der Bruchlast von 2,5 Tonnen für den Klettersport, vor allem Indoor, Top Rope, tatsächlich zu vernachlässigen. Dazu auch vielleicht ein Wort dazu bei den Videos. Wir haben die draußen im Park gemacht und ich musste immer irgendwie so agieren, dass man das Geknotete auch gut sieht. Deswegen ist der eine oder andere Knoten nicht so lehrbuchhaft wunderschön geworden. Ich bitte die Erfahreneren unter euch, mir das zu verzeihen. Da musste ich ein bisschen Kompromisse machen zwischen, kann ich das für das Video gut präsentieren, dass man alles gut sieht, oder soll der Knoten jetzt besonders schön werden. Ich habe mir Mühe gegeben, aber nicht jeder Knoten ist ja das Schönste geworden. Okay, wir haben unseren fertigen Achter. Kontrollieren den nochmal. Auf jeder Seite zählen wir die 5 Seilpaare. Und ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr habt das auch alle so weit hingekriegt, die von euch, die mitmachen. Und mit dem Knoten könntet ihr jetzt schon bei uns in die Kletterhalle kommen und schon mal klettern. Sicher noch nicht. Dafür bräuchtet ihr noch eine Einweisung in die Sicherungsgeräte, aber den Knoten zu kennen ist schon mal auf jeden Fall der erste Schritt. Als nächstes zeige ich euch den Boolean.
die von euch, die verwenden wir den doppelten Boolean. Beim Segeln heißt er dann, glaube ich, doppelter Pahlsteg, nehme ich an. Beim Segeln wird er in der Regel in der einfachen Variante verwendet. Beim Klettern wird er in der, also hierzulande, zumeist in der doppelten Variante verwendet, teilweise auch in der anderthalbfachen. Auf die will ich jetzt aber nicht eingehen, nur dass ihr das im Hinterkopf habt. So, beim Boolean fangen wir dieses Mal so an, dass wir nichts in der Seil selber knoten, sondern wir gehen direkt mit dem losen Seilende durch unseren Gurt durch. Ich mache das jetzt von oben, ihr könnt das aber auch von unten machen, je nachdem, was euch da besser gefällt. Kriegt man mit der Zeit auch ein bisschen raus für sich. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn man es von oben durchsteckt, dass es für mich da so ein bisschen leichtgängiger ist. Okay, stecke wieder den Knoten, das Seilende durch. Natürlich wieder durch beide Schlaufen und ziehe jetzt das Seil so lange raus, bis es den Boden berührt. Das könnt ihr dann auch nach und nach abstimmen, wie viel Seil ihr da braucht. Wenn ihr jetzt sehr kurze Beine habt, müsst ihr vielleicht auch ein bisschen eine Hand mehr rausziehen. Für mich reicht das, wenn ich das Seil bis auf den Boden ziehe. Gut, auch hier legen wir uns jetzt wieder eine Schlaufe. Dieses Mal sieht man überkreuzt das Arbeitsseil, was ich jetzt verwende, das Seil links, die Schlaufe unten. Auch da könnt ihr es wieder spiegelverkehrt machen, dann müsst ihr aber auch den restlichen Knoten eben dementsprechend umdenken. Bei mir überkreuze ich das Seil da jetzt unten. Ich halte auch wieder mit meiner linken Hand die Schlaufe so fest, dass sich da nichts mehr verschiebt. Hier zeige ich das nochmal, wie ich die Schlaufe lege. Daumen drauf. Und jetzt nehme ich mir immer noch das gleiche Seil und lege jetzt eine offene Schlaufe von oben durch die erste gebildete Schlaufe durch. Der Knoten hat sich unten oder das Seil hat sich unten überkreuzt, dann gehe ich von oben rein. Habt ihr das Kreuz andersrum, überkreuzt es sich oben, dann müsst ihr von unten rein. Bei mir jetzt dementsprechend von oben einmal eine offene Schlaufe durchlegen. Schiebt da so ein bisschen nach, damit wir da auch gleich Platz haben, um mit dem Seil reinzukommen. Und schiebe jetzt durch diese offene Schlaufe das lose Seilende einmal durch. Ziehe jetzt auch wieder ein bisschen am Gurt nach, dass der Knoten nachher schön eng ist. Ich ziehe jetzt mit meiner linken Hand und mit der rechten Hand halte ich einfach so ein bisschen Spannung auf dem Seil. Da müsst ihr so ein bisschen den Ausgleich finden, denn ihr zieht gleich, ihr werdet sehen, das Seil in meiner rechten Hand durch diese Schlaufe durch. Mit der linken Hand baut ihr Zug auf und lasst das langsam durch diese Schlaufe gleiten und ihr seht, der Knoten klappt um. Ich gehe noch mal kurz zurück. Mit der linken Hand vorsichtig ziehen, ein bisschen mehr Kraft als in der rechten, wie ihr dagegen haltet und der Knoten schlägt um. So. Das, so wie der Knoten jetzt da ist, ist jetzt der einfache Boolean, beziehungsweise der einfache Pahlsteg jetzt aus dem Segeln. Der einfache Boolean wäre so gesehen auch schon ein sicherer Knoten. Mit dem könnte man schon klettern. Ich habe die Erfahrung gemacht, so selber ein bisschen, dass besonders bei sehr rutschigen Seilen, dass der dann schon mal ein bisschen nachrutscht und das ist irgendwie nicht so das schöne Gefühl. Und ich habe ja vorhin schon von der Redundanz geredet, die wir beim Klettern immer versuchen in unsere Systeme einzubauen. Also immer, dass wir doppelte Sicherheit schaffen, dass wir das System so aufbauen, dass wenn, ähnlich wie beim Achterknoten vorhin, wir müssen jetzt auch wieder den Knoten komplett einmal zurückverfolgen. Stecken jetzt, vorhin sind wir ja von oben durch die Einbindeschlaufen durchgegangen, das heißt, jetzt verfolgen wir von unten nach oben die Einbindeschlaufen durch. Haben jetzt da unten schon gesehen, da haben sich die ersten Seilpaare gebildet, jetzt sieht man es nochmal. Quasi in meinen Einbindeschlaufen ist das erste Seilpaar und das versuchen wir jetzt durch den ganzen Knoten so zu ziehen. Gehen hier einmal durch, da muss man immer so sich ein bisschen die Schlaufen aufzuppeln, damit man da gut durchkommt. Und das wäre jetzt schon mal der fertige Boolean. Ihr seht, überall auf diesem Knoten
sind jetzt die Seilpaare vorhanden, außer da oben. Das, was wir vorhin beim Achterknoten in unserer Einbindeschlaufe hatten, dieses Auge des Knotens, also diese offene Schlaufe, die sitzt jetzt beim Bulin da oben. Durch meine Einbindeschlaufe geht dafür jetzt ein Seilpaar durch. So, der fertige Bulin. Beim Bulin ist es so, sage ich gleich noch mal ein bisschen was dazu, dadurch, dass er sich nicht festzieht, sollte man obendrauf noch einen Stopperknoten packen. Den zeige ich euch gleich auch noch in dem Video. Gehe ich aber nur kurz drauf ein, denn je nachdem, wen ihr fragt, ist der nicht unbedingt vonnöten. Vor allem auch dadurch, ich habe ja schon gesagt, durch die Redundanz, der Bulin könnte sich durchaus auch auffädeln und wäre immer noch sicher durch mehrere Schlaufen. Das passiert in der Regel nicht. Wenn ihr jetzt einen Knoten, so einen Bulin sehr lange benutzt und da immer wieder Lastwechsel drauf kommt und was weiß ich, der irgendwo drüber schraubt, dann könnte es schon mal sein, dass sich da ein bisschen was aufzieht. Deswegen macht man da einen sogenannten Stopperknoten drauf. Ihr wickelt das Seil einfach mehrfach um sich selbst und geht dann von unten durch. Macht einen doppelten Überhandknoten da drauf. Und dann haben wir noch eine Ebene mehr Redundanz eingebaut. Okay, hier nochmal der letzte Blick auf unseren wunderschönen doppelten Bulin. Wenn ihr einen Stopperknoten drauf macht, schaut auf jeden Fall, dass ihr den möglichst nah am Knoten setzt. Ich sehe das leider immer mal wieder, auch hier in der Halle, dass Leute dann Stopperknoten, schon ihr Einbindeknoten selber, der ist dann irgendwie ein Stück weg, sodass er dann irgendwie auf den Solarplexus schlagen könnte und dann knoten sie nochmal einen halben Meter drüber diesen Stopperknoten drauf, sodass sich dann hier eine wunderschöne Schlaufe bildet, wo man den Kopf reinkriegen könnte oder sonst was. Wenn ihr einen Stopperknoten verwendet, dann macht ihn auf jeden Fall schön nah auf den Knoten drauf und nicht irgendwie so einen halben Meter von weg, weil das baut euch keine zusätzliche Sicherheit rein, sondern das baut euch nur mehr Gefahr in den Knoten rein. Deswegen, wenn ihr einen Stopperknoten verwendet, dann aber auch richtig. Okay, wir gehen noch einmal schnell das Video durch. MT. MT kennt ihn vom Segeln. Ja gut, dann bist du natürlich schon gut vorbereitet. Dann solltest du ihn auch auf jeden Fall blind machen können, ne? Wenn man nachts so segelt, bei schlechtem Wetter. Okay, wir legen uns unsere Schlaufe. Wir sind durch unsere beiden Einbindeschlaufen durchgegangen. Die Schlaufe überkreuzt sich jetzt unten. Nehmen uns mit der linken Hand ein bisschen mehr Seil und schieben eine offene Schlaufe, oder in dem Fall, um es richtig zu nennen, eine Schlinge hindurch. Eine Schlinge zieht sich fest. Von unten das Seilende durch die offene Schlinge durch. Und jetzt ziehen wir mit der linken Hand das rechte Seil durch den Knoten durch. Vorsichtig, langsam, bis der Knoten umklappt und schön nah am Körper fertig ist. Wunderbar. Der einfache Bulin ist gemacht. Zum Segeln sollte uns das reichen. Ein bisschen auf euer Seil, wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, mit einer Wäscheleine knotet, die ja doch sehr wenig Reibung in sich selber hat, dann ist es natürlich ein Unterschied, als wenn ihr mit so einem alten, rauen Kletterseil knotet. Das hat dann mehr Reibung in sich selber. So, wir verfolgen den Knoten weiter. Gehen noch einmal durch den Knoten durch, dann kommt das Seil hinten raus. Schaut, dass ihr da nicht versehentlich auch durch irgendwelche Einbindeschlaufen an eurem Gurt kommt. Ziehen den nochmal schön fest, sortieren ein bisschen nach und jetzt auch mal auf der anderen Seite gucken. Oh, Dreams612-i hat uns gefollowed. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, du schaust ab jetzt regelmäßig rein. Wir wollen auf jeden Fall hier Content liefern, der möglichst interessant ist und der euch in der Zeit hier auch ein bisschen unterhält. Und weiter geht's beim Bulin. Stopperknoten drauf, schöner am Knoten. Und wir haben einen fertigen doppelten Bulin mit Stopperknoten.
Gut. Das war es jetzt erstmal so zu den Basic, das sind so die zwei meistverwendeten Kletterknoten. Warum es da zwei gibt, sage ich gleich noch was dazu. Erstmal zeige ich euch noch, wie man einen kurzen Ausschnitt, wie man die Knoten auch in ein Seil legt. Also gerade eben hatten wir die gesteckte Variante. Jetzt machen wir die gelegte Variante. Das ist jetzt wieder der Achterknoten. Dafür nehmt ihr euch einfach, macht irgendwo eine Schlaufe ins Seil. Ich habe mir jetzt auch wieder ein bisschen Seil rausgezogen, damit ich genügend Platz habe zum Knoten, damit wir auch nachher wieder genügend Überstand haben. Was heißt gelegt? Naja, das wirst du jetzt gleich offen in ein Seil reinmachen willst, ohne dass du den jetzt irgendwo festbindest direkt. Und dann geht es einfach viel schneller, wenn du den Knoten legst. Du siehst, ich habe jetzt schon quasi die Seilpaare in der Hand. Und dann geht das relativ fix. Wir schnappen uns diese Schlaufe, gehen hinten einmal um unser Seil herum, dann von vorne rum und dann von hinten wieder rein. Ich zeige euch das gleich auch nochmal. Aber jetzt siehst du hier schon der Knoten, der Achterknoten fertig. Der Sinn davon ist, es geht einfach schneller, als wenn man den jetzt so offen stecken würde. Und es ist auch leichter, irgendwie diese Schlaufengröße dabei zu kontrollieren, ohne dass man die dann irgendwie kleiner zieht, größer zieht oder so versehentlich. Bietet sich an. Du könntest den Achter jetzt auch irgendwo mitten am Seil reinknoten in der gelegten Variante, ohne dass du dann immer meterweise Seil nachziehen müsstest. Das ist zum Beispiel auch ein Vorteil an dieser gelegten Variante. Danke, Annika, für die Frage. So, ziehen den Knoten einmal fest, können den dann gleich noch so ein bisschen sortieren. Wie gesagt, der Knoten sieht mir jetzt, finde ich optisch jetzt nicht ganz so gelungen. Den hätte man ein bisschen schöner machen können. Halten tut er aber trotzdem. Und jetzt siehst du, ich kann mir einfach in diese Schlaufe dann Karabiner reinhängen, ob ihr das jetzt an eurem Gurt festmacht oder ob ihr diesen Knoten einfach verwendet, um da irgendwelche Lasten reinzuhängen oder keine Ahnung, ihr wollt vielleicht was an eure Anhängerkupplung binden mit dem Auto und irgendwie einen Baum durch die Gegend ziehen, wer weiß. Könnt ihr den Achterknoten so dann einfach über eure Anhängerkupplung stülpen und dann fröhlich mit dem Baum durch die Gegend fahren. So, das war der gelegte Achter. Auch da gehen wir noch einmal an den Anfang zurück. Ziehen uns ein bisschen Seil raus. Legen unsere Schlaufe, dann gehen wir einmal hinten herum, vorne rum und von hinten wieder rein. Der Knoten sollte danach aussehen wie eine 8. Tut er das nicht, dann seid ihr entweder eine halbe Umdrehung zu wenig oder eine halbe Umdrehung zu viel rumgegangen. Habt ihr eine halbe Umdrehung zu wenig erwischt, dann ist das ein sogenannter Sackstich, meine ich. Auch der Knoten hält. Der Sackstich zieht sich allerdings noch deutlich fester als der Achterknoten. Den Achterknoten, wenn ihr danach einen Baumstamm mit eurem Auto durch die Gegend gezogen habt, habt ihr vielleicht noch eine Chance, den auch wieder aufzukriegen. Beim Sackstich, oh, da kann das schon schwierig werden. Habt ihr eine halbe Umdrehung zu viel um den Knoten gemacht, um das Seil gemacht, dann habt ihr jetzt im Knoten eine Wicklung mehr drin und dann nennt sich dieser Knoten Neunerknoten. Der sieht nicht aus wie eine 9, das ist einfach als Gedächtnisstütze, als Erweiterung zum Achterknoten. Der Neunerknoten wiederum ist ein bisschen leichter zu lösen als der Achterknoten, ist aber, weil er dann auch so ein bisschen asymmetrisch wird und seltsam aussieht, ein bisschen schwerer zu kontrollieren und hat eigentlich kaum Vorteile gegenüber einem Achterknoten. Deswegen belassen wir es mal bei dem, das nur als kurze Exkursion. Dann will ich euch auch noch den Boolean in seiner gelegten Form zeigen. Denn der ist tatsächlich auch relativ leicht zu machen. Ich habe ja gerade schon vom Sackstich geredet. Wir fangen jetzt ähnlich an wie beim doppelten Achterknoten, machen jetzt aber keinen Achter, sondern eben diesen Sackstich. Das heißt, wir nehmen unsere Schlaufe und gehen jetzt hinten rum und dann direkt von vorne wieder durch unseren Knoten durch. Das ist so dieser
klassische Schlaufenknoten, den man wahrscheinlich so automatisch macht, wenn man mal eine Schlaufe braucht. Ihr werdet aber vielleicht da auch schon mal das Problem gehabt haben, dass dieser Knoten sich dann so festgeballert hat, dass ihr den danach nicht wieder aufgekriegt habt. Deswegen nehmen wir uns die Zeit, investieren 5 Sekunden mehr und machen aus diesem profanen Sackstich einen wunderschönen doppelten Boolean. Dafür ist es wichtig, dass ihr so ein bisschen eine groß genuge Schlaufe jetzt in diesem Sackstich habt. Denn ihr geht gleich mit dem kompletten Knoten einmal durch die Schlaufe durch. So, stecken den Knoten da einmal schön durch. Und dann seid ihr quasi schon fertig. So einfach ist das, einen doppelten Boolean in ein Seil zu legen. Jetzt müsst ihr nur noch diese Schlaufe, die jetzt oben um das Seilpaar liegt, zurückverfolgen. Die schiebt ihr jetzt einfach so ein bisschen durch den Knoten durch. Und ihr seht, vielleicht, wenn ihr den Boolean von vorher noch in Erinnerung habt, sieht sich schon ziemlich ähnlich wie den, den ihr gerade in eurem Gurt drin hattet. Da, wo jetzt mein Finger durchsteckt im Knoten, das war der Teil vom Boolean, der vorhin in eurem Gurt drin war. Ich gehe noch einmal zurück, schauen uns nochmal an. Dieses Seilpaar, das ziehen wir da ein bisschen raus. Die Schlaufe am Seil wird kleiner und es bildet sich eine neue Schlaufe. Das ist euer Einbindepunkt für was immer ihr damit jetzt auch machen wollt. Ja, also wenn man zum Beispiel so Seilaufbauten baut, wo häufig viel Last reinkommt, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Zeit zu investieren, diesen Boolean zu lernen und den dann auch zu verwenden. Auch da mache ich jetzt wieder einen Stopperknoten drauf, um einfach super sicher zu sein. Jetzt möchte ich euch noch eine kurze Exkursion geben. Warum gibt es diese zwei Knoten? Warum werden sie verwendet? Dafür habe ich mich mal ein bisschen in den Baum gehängt, habe ein bisschen geschaukelt, jetzt mit einem Achterknoten und versuche den jetzt wieder zu lösen. Wenn sich so ein Knoten unter Last festzieht, also so ein Achterknoten, für die, die schon ein paar Mal klettern waren und vielleicht auch schon mal ordentlich ins Seil gedonnert sind. Ja, ich mache auch ganz gerne, wenn ich hier in der Halle eine Einführung gebe, mache ich auch gerne so ein Sturztraining, ja, dass die Leute auch mal wirklich reinfallen, damit sie auch sehen, okay, das ist ein Trick, wie ich jetzt gerade im Video gemacht habe, dass man den Knoten so ein bisschen aufknetet. Dann lockert er sich wieder ein bisschen. Je nach Seil ist das aber ganz schön viel Arbeit, gerade wenn man aus der Wand kommt und die Hände und die Unterarme so gepumpt sind und man hat sowieso schon wenig Kraft. Und dann noch so einen zugeballerten Knoten zu lösen, das kann manchmal schon ganz schön ätzend sein. Ja, ihr seht, ich bin ja auch schwer am Arbeiten, um diesen Knoten wieder aufzukriegen. Bin völlig aus der Puste und absolut unglücklich. Okay, kommen wir jetzt zu der gleichen Geschichte mit dem Boolean. Auch da bringe ich wieder ein bisschen Last ins Seil, schaukel hier schön ein bisschen am Baum rum. Stopperknoten auf. Der Stopperknoten selber, da kommt keine Last drauf, deswegen lässt er sich sowieso immer leicht öffnen. Und jetzt kann ich beim Boolean einfach ganz easy, ganz geschmeidig das Seil rausziehen. Es hat sich nirgendwo verklemmt, nirgendwo festgezogen. Und egal, wie viel Last ihr in diesen Knoten reinbringt, easy peasy, geht der wieder auf. Das ist der Vorteil vom Boolean. Die Leute von euch, die schon öfter klettern waren, vor allem vielleicht auch draußen oder im Vorstieg geklettert sind, Vorstieg bedeutet, dass das Seil nicht von oben kommt, sondern man nimmt das Seil mit und klippt es immer auf dem Weg in Zwischensicherung ein. Nun ist es so, dass man auf dem Weg zur nächsten Zwischensicherung natürlich fallen kann. Das heißt, man ist, sagen wir mal, 2 Meter über der vorherigen Zwischensicherung. Wenn man dann fällt man natürlich diese 2 Meter runter, plus nochmal die 2 Meter, die ja das Seil schon rausgezogen war. Wenn man jetzt aus 4 Metern Höhe in das Seil reindonnert, ist überhaupt kein Problem fürs Seil, auch kein Problem für die Zwischensicherung. Wie gesagt, das hält alles
eine ganze Menge mehr aus. Es ist nur vielleicht nachher für euch ein Problem, den Knoten unten wieder aufzukriegen. Und da eignet sich der Boolean besonders gut, denn er zieht sich auch unter so großen Lasteinwirkungen nicht fest. Ich habe vorhin auch gesagt, falls ihr sonst mal irgendwelche Seilaufbauten macht, wo länger Last im Knoten hängt oder immer wieder stoßartig Last in den Knoten kommt oder viele Leute an einem System nacheinander irgendwie klettern oder was machen, dann lohnt es sich auf jeden Fall immer, den mit einem Boolean aufzuhängen, weil wir hatten hier neulich auch eine Aktion, da haben wir eine Abseilstation aufgebaut, da sind über 3 Tage hinweg einige Leute diese Abseilstation runter und ich habe danach dem Flo das Seil vors Büro gelegt und er hat das oben mit einem 8er-Knoten festgemacht. Ich habe den nicht mehr aufgekriegt und dann müsste man vielleicht in Leidenschaft gezogen wird. Deswegen investiert die Zeit, schnappt euch einen Boolean, baut den euch, legt den euch ins Seil und bindet euch damit ein. Okay, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Das waren jetzt die 2 Basic-Knoten, aber ich habe noch ein paar im Petto. Deswegen würde ich euch jetzt einfach mal noch ein bisschen was ganz anderes zeigen. Und zwar den sogenannten Schmetterlingsknoten. Manchmal auch als alpiner Schmetterling oder Butterfly, Alpine Butterfly. Es ist so, da Knoten in vielen verschiedenen Sportarten oder Verwendungszwecken verwendet werden, kommen auch aus diesen Bereichen immer eigene Namen für die Knoten. Deswegen, beim Segeln gibt es immer quasi ein Pendant zu den Kletterknoten, die dann ein bisschen anders heißen. Im Grunde genommen sind die aber immer die gleichen. Muss man sich ein bisschen informieren. Wir nennen jetzt aber einfach mal Schmetterlingsknoten. Warum, werdet ihr auch gleich sehen. Dafür schnappt ihr euch wieder euer Seilende. Beziehungsweise ihr braucht nicht nach dem Ende greifen. Das ist nämlich das Schöne. Auch der Schmetterlingsknoten ist quasi ein gelegter Knoten, kein gesteckter. Das heißt, ihr braucht kein Seilende. Und das ist auch gerade die Stärke dieses Knotens, weil den macht ihr einfach mitten irgendwo ins Seil. Nehmt euer Seil und fahrt euch einmal von unten über die Hand. Wickelt dann das Seil hinten um die Hand herum. Fahrt noch ein zweites Mal über die Hand. Wie ihr seht, vielleicht, ich spreize da so ein bisschen meine Finger auf, weil ihr solltet diese Schlaufen, die ihr jetzt um die Hand legt, gar nicht so festziehen. Ja? Ihr braucht dann nachher so ein bisschen Slack in diesem System, dass ihr da noch was rausziehen könnt. Seht ihr gleich. Deswegen nicht so feste ziehen. Und machen jetzt noch eine 3. Wicklung. Und die geht jetzt aber quer über die vorhandenen 2 Wicklungen drüber. Auch da nehme ich mir wieder meinen altgedienten Daumen zur Hand, um das Seil zu befestigen. Hi Steff 248, schön, dass du auch dabei bist. So sollte jetzt eure Hand auch ungefähr aussehen, schön eingewickelt, 2 Wicklungen drumherum. Die 3. geht dann einmal quer über die ersten 2 Wicklungen. Nehmt euren Daumen drauf, damit ihr das Seil fixieren könnt. Und jetzt nehmt ihr euch quasi die 2. Wicklung, die ihr gemacht habt, um eure Hand. Zieht ihr euch da so ein bisschen raus, damit ihr auch wieder ein bisschen eine Schlaufe habt. Legt sie jetzt wieder über die davon 2 linken Wicklungen. Das ist die 1. und die 3., die ja quer drüber lief. Legt die Schlaufe da drüber und schiebt jetzt gleich unten durch die anderen 2 Seilteile durch. Da braucht ihr halt auch so ein bisschen Slack im System. Deswegen, wie gesagt, ist es wichtig, dass man da am Anfang nicht zu feste gewickelt hat. Zieht da schön nach. Zack. Und jetzt sieht man auch mit viel Fantasie, warum der Schmetterlingsknoten heißt. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Schmetterling. Was sehen wir jetzt an dem Knoten? Der sieht deutlich anders aus als die Knoten vorher. Und zwar kommen jetzt die Seilenden nicht mehr parallel aus dem Knoten heraus, sondern gehen links und rechts weg. Achtet da vielleicht noch mal ein bisschen drauf. Warum das so toll ist, sage ich euch gleich.
Wir gehen nochmal ans Anfang des Videos, legen unsere erste Seilwicklung über die Hand, die zweite folgt, spreizen ein bisschen die Finger, damit das nicht zu eng wird gleich. Die dritte Wicklung geht quer über die ersten zwei und nehmen den Daumen drauf, damit sich nichts mehr verschiebt. Ziehen die zweite Wicklung heraus, legen sie über Nummer 1 und über 3 und schieben sie dann durch diese Wicklung wieder zurück durch. Ziehen dann das Ganze als Schlaufe ein bisschen raus, ziehen ein bisschen fest, richten den Knoten. Und wenn wir jetzt links und rechts am Seil ziehen, dann fixiert sich der Knoten. Was haben wir jetzt davon? Ich habe ja schon gesagt, der wird auch alpiner Schmetterlingsknoten genannt. Das ist deswegen so, weil er viel auch im alpinen Bergsport benutzt wird. Das heißt, jetzt nicht hier in der Kletterhalle oder so an der Wand, wo man eine Route hochklettert, sondern wirklich für so Bergtouren. Gerne auch für Gletschertouren. Stellt euch vor, ihr seid auf so einem Gletscherfeld unterwegs und man weiß ja, da können ab und zu mal Gletscherspalten unter Schneeverwehung sein, die man vielleicht nicht sieht. Deswegen binden sich solche Seilschaften, also Gruppen, die dann miteinander gehen, heißen Seilschaften, weil sie eben am gleichen Seil hängen. Die binden sich dann mit solchen Schmetterlingsknoten ins Seil ein, laufen dann immer in einem Abstand von ein paar Metern voneinander weg. Und ihr seht ja, in dem Knoten hat sich jetzt eine Schlaufe gebildet. Da könntet ihr jetzt einfach einen Karabiner durchklippen, den an euren Klettergurt festmachen und dann seid ihr in diesem Seil fixiert. Und gleichzeitig geht das Seil links und rechts schön aus dem Knoten raus. Das heißt, wären die Seile jetzt parallel und ich habe hinter mir jemand laufen, vor mir jemand laufen, dann würden sich die Seile ja aufspreizen entgegen der Geometrie des Knotens. Und das sollte man eigentlich eher vermeiden. Deswegen nehmen wir den Schmetterlingsknoten uns zur Hand, weil da die Seile eben so aus dem Knoten laufen, wie sie danach auch belastet werden. Ja, in die Schlaufe oben könnt ihr dann euren Karabiner einhängen, euch einhängen und ihr seid auf einem Gletscherfeld dadurch ebenso sicher, wie man es sein kann. Man verwendet den Knoten zum Beispiel auch, wenn man jetzt nur zu zweit ist, dann macht man sich einfach noch ein paar mehr Schmetterlingsknoten in das Seil hinein. Und wenn jetzt die vordere Person zum Beispiel in eine Fels- oder in eine Gletscherspalte stürzt, dann graben sich diese Schmetterlingsknoten in den Firn, also in den Schnee auf dem Gletscher, graben die sich rein und bremsen. Bietet einfach noch mehr Sicherheit. Ansonsten könnt ihr den Knoten auch so verwenden, dass wenn ihr irgendwas Schweres ziehen müsst und ihr habt einen Klettergurt dabei, dann könnt ihr euch da drin einhängen und braucht nicht eure Hände verwenden, so ein Kletterseil. Das ist jetzt nicht so dick und angenehm, dass man da gut mit den Händen lange dran ziehen kann. Alternativ kann man sich so auch eine Strickleiter bauen ins Seil. Ihr müsst dann einfach nur diese Schlaufen so ein bisschen größer ziehen. Und dann habt ihr euch einfach eine Leiter gebaut, wo ihr mit in den Schlaufen mit euren Füßen und Händen gut Halt findet. Das Schöne an dem Knoten ist, auch ähnlich wie beim Bulin, der zieht sich nicht fest wie so eine Acht, sondern der ist nachher wieder ganz leicht zu lösen. Den drückt man einmal so auf, schwupp, schwupp, schiebt die Schlaufe durch und der Knoten ist wieder aus dem Seil raus. Genau, das ist der Schmetterlingsknoten. Auch ein Knoten, den ich bei meiner Arbeit teilweise immer wieder verwende. Ist gut, den zu kennen. Als letzten, den kriegen wir noch rein, will ich euch noch den Mastwurf zeigen. Und der Mastwurf, wie der Name schon ein bisschen anklingen lässt, den kennt man auch aus dem Segeln, wird aber auch beim Klettern verwendet, um irgendwie ein Seil mal schnell zu fixieren, sich auch selber zu fixieren. Ich habe den lange anders gemacht und auch anders beigebracht. Das Problem ist, das war immer irgendwie echt ein bisschen tricky, weil so Knoten gehen einem nicht so schnell ins Hirn. Da hat mir aber neulich ein Kollege eine Variante gezeigt, die viel einfacher zu erklären ist, die viel eingängiger ist. Deswegen denke ich, in den letzten 5 Minuten schaffen wir das noch, euch das draufzuziehen. Ihr nehmt jetzt das Seil in die Hand und überkreuzt dabei eure Arme. Also das Seil ist gerade, die Arme sind überkreuzt. Ich habe jetzt hier meinen linken Arm über meinen rechten gelegt und zwischen den Händen
Habt ihr noch so ein bisschen Seil übrig? Das braucht ihr gleich. Also nehmt die Hände nicht zu eng zusammen, sondern wirklich ein bisschen gespreizt auseinander. Und der Arm, der jetzt über dem anderen ist, jetzt klappt ihr die Hände wieder ganz normal auseinander und seht schon, hier haben sich zwei Schlaufen gebildet. Wenn ihr den jetzt einfach so vor euch habt, manche nennen das auch irgendwie Hasenohren, whatever, was euch hilft, den Knoten zu merken oder das Vorgehen zu merken. Ihr habt jetzt eure zwei Schlaufen, die ihr gleich braucht. Ich zeige das nochmal. Einfach auseinanderklappen, bis die Arme wieder gerade vor euch sind. Und jetzt macht ihr das Ganze spiegelverkehrt. Gerade eben hatte ich den linken Arm oben, bin auseinander. Jetzt habe ich den linken Arm unten. Und damit habt ihr den Knoten schon fertig. Ich zeige es nochmal. Ihr klappt die Schlaufen hintereinander. Geht dann mit dem Finger durch. Ihr seht jetzt, das Seil hat sich doppelt gelegt. Ihr hattet ja auch gerade zwei Schlaufen in der Hand. So, und das ist eigentlich schon euer Mastwurf. Den macht ihr jetzt irgendwo fest. Den könnt ihr an einem Mast festmachen, an einem Stuhlbein oder wie hier an einem Karabiner. Legt ihn rein und dann könnt ihr einmal den Knoten ein bisschen festziehen. Und das Praktische an dem Ding, ihr könnt beide Seilenden unabhängig voneinander belasten. Egal an welchem Seilende ihr zieht, egal ob im anderen Seilende irgendeine Last drin hängt, der Knoten hält. Und den benutzen wir Kletterer vor allem teilweise, um uns oben in einem Stand einzubinden, selber, aber auch um schnell das Seil irgendwie zu sichern. Wenn ich irgendwo oben in 50, 100 Metern in der Wand drin hänge, dann will ich ja auf keinen Fall mein Seil verlieren. Aber manchmal muss ich mich ausbinden, um mich irgendwie anders wieder einzubinden. Und deswegen ist es ein super Knoten, um das Seil zu fixieren, ohne dass ich danach das Seilende als loses Stück brauche. Denn ihr habt gesehen, auch den kann ich wieder mitten ins Seil reinlegen und bin ich aufs Seilende angewiesen. Genau, beim Klettern niemals das Seil verlieren, deswegen immer schön fixieren. Hier jetzt mit der Methode mit dem Mastwurf. Okay. Ich zeige euch auch das Video noch einmal schnell. Linke über die rechte Hand. Ein bisschen Seilüberstand haben. Auseinanderklappen und genau gekreuzt wieder zurückklappen. Es haben sich zwei Schlaufen gebildet, die jetzt hintereinander liegen. Nehmt euch den Knoten an euren Karabiner, an euren Kaktus, wo auch immer. Macht den dort fest. Okay. Das war's jetzt zu meinem kleinen Knoten-Tutorial-Video. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, es werden sich Gelegenheiten finden, die Knoten auch zu üben. F. Reinstein fragt, kann das Seil auch mit einem Schmetterling fixiert werden? Theoretisch kannst du das auch mit dem Schmetterling fixieren. Ne? Du machst einen Schmetterling rein und hängst den dann in den Karabiner. Müsste ich jetzt ein bisschen überlegen, was die Vor- und Nachteile sind. Mastwurf ist schneller geknotet. Ist einfach schneller gemacht und ein bisschen praktischer. Und ja. Aber wie auch immer du das Seil dir da oben fixierst, Hauptsache es fällt auf keinen Fall runter. Das ist das Wichtige. Okay, zum Ende wollte ich noch kurz sagen, wir werden ja wahrscheinlich hier noch eine Weile senden. Wenn ihr irgendwelche Themengebiete habt, die euch interessieren, also gerade Materialkunde, sagen wir mal zum Beispiel ein bisschen Überblick über die gängigsten Sicherungsgeräte kriegen oder wenn ihr nochmal einen Knotenkunde Nummer 2 haben wollt. Ich habe da noch ein paar Knoten im Petto, die dann ein bisschen weiterführend sind. Das war jetzt, wie gesagt, waren die Basic-Knoten, die man so drauf haben sollte als Kletterer. Da gibt es aber noch ein bisschen was on top. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, vielleicht auch zu Klettertechnik etc., wir können da gerne mal eine Sendung zu machen. Sagt uns einfach Bescheid auf unserem Kletter-Instagram, schickt eine E-Mail an die Halle, kommuniziert irgendwie mit uns, schreibt es uns in den Chat und dann können wir schauen, was wir daraus machen.
Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und hoffentlich auch fleißig mitgeknotet habt. Und vielleicht sehen wir uns ja hier bald wieder. Ciao!